Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute werden wir einen laktosefreien Käse zubereiten. Das geht natürlich auch mit ganz normaler Milch. Ich habe hier aber jetzt laktosefreie Milch. Das sind jetzt hier 2 Liter. Die habe ich jetzt hier auf die Herdplatte und schon angemacht. Und zwar brauchen wir hierfür noch einen Esslöffel Salz. Das werde ich jetzt gleich mit hier reingeben. Salz werden wir später auch noch brauchen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen mehr wie die Hälfte einer Zitrone. Die werde ich jetzt hier pressen. Ja, also wie gesagt, man kann das mit normaler Milch machen, laktosefreier Milch. Aber die Milch sollte mindestens 3,5% Fett haben. Je mehr Fett, umso mehr habt ihr dann Käse am Ende. So, das, was wir jetzt machen, ist, dass wir hier die Milch jetzt langsam aufkochen. Wenn die einmal aufgekocht ist, dann drehen wir den Herd erstmal runter und dann zeige ich euch, was wir dann hier gleich noch machen. So, die Milch fängt langsam an zu kochen. Was wir auch brauchen, ist gleich auch noch ein Sieb und hier so ein Baumwolltuch, ja, oder ein Geschirrtuch. So, wir geben jetzt den Zitronensaft hier rein. Rühren das einmal um und gleich werdet ihr dann langsam sehen, irgendwann kommt der Punkt, wo es anfängt zu gerinnen. So, ich stelle die Herdplatte ein bisschen runter. Mal aufgekocht. Jawohl. Und jetzt stellen wir das zur Seite und lassen das jetzt erstmal abkühlen. Vielleicht so 10 Minuten. So, jetzt habe ich 10 Minuten gewartet. Hier habe ich schon das Tuch. Das Tuch habe ich jetzt hier viermal zusammengeklappt. Dann haben wir hier unten eine Schüssel, die jetzt die Molke auffangen wird. Und dann legen wir das ins Sieb rein und werden ganz langsam hier das reingeben. Worauf ihr noch achten solltet, ist, dass das Tuch, was ihr benutzt, nicht mit Weichspüler oder sonstigem gewaschen wird, ja. Sonst schmeckt der Käse danach, ja. Also das ist ganz wichtig, dass es ohne Weichspüler und dass es auch ohne Duftstoffe ist. Jetzt lassen wir das Ganze hier abtropfen. Und drücken das dann ein bisschen fest zusammen. Das dauert, ich zeige euch das gerade mal. Hier unten kommt die Molke raus. So, nachdem wir jetzt das Ganze ein bisschen abtropfen lassen haben, kratzen wir das Ganze hier so ein bisschen runter. So, und nehmen die Ecken, Achtung, es ist noch relativ heiß, und drücken das Ganze ganz fest zusammen.
So. Und jetzt lassen wir das auf einem Sieb liegen und lassen das vollständig abkühlen. So, und legen hier noch was Schweres drauf. So, es sind jetzt 2, 3 Stunden vergangen. Ich habe mir jetzt hier eine Schüssel mit klarem Wasser hingestellt und werde dann hier noch Salz reinmachen. Etwas mehr wie einen Esslöffel. Das lösen wir hier auf. Und dann holen wir unseren Käse raus. Dafür nehmen wir uns am besten einen kleinen Teller. Entweder genießt ihr ihn jetzt schon oder ihr wartet noch. Und wenn ihr warten wollt, legt ihr ihn dann bitte ins Salzwasser. So sieht der Käse dann aus. Und ich zeige euch auch noch mal, wie das aussieht, wenn er angeschnitten ist. Super lecker. Und damit er halt nicht kaputt geht, wird er danach ins kalte Salzwasser gelegt und im Kühlschrank gelagert. Und da es ja ein Naturprodukt ist und auch keine Zusätze irgendwie hat, hält er sich natürlich jetzt nicht so lange wie ein Käse, den man so holt. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.